Und weiter geht's mit einer weiteren Folge Minecraft Rise. Jetzt machen wir, können wir da schon? Fused Quartz brauchen wir da noch mehr. Genau für das hier, da brauchen wir auch Fused Quartz und das Elektrum-Ingot. Okay, dann stellen wir mal das her. Da brauchen wir jetzt halt 12 Stück. Also brauchen wir 12 Gold. Und Silber haben wir hier, ja. Nehmen wir hier mal 12 mit. Die sollten jetzt das Elektrum ergeben, ja. Und da brauchen wir gar nicht so viel, weil immer gleich zwei rauskommen. Okay. Damit hätten wir schon mal das Elektrum. Setzen wir das mal so hin. Dann brauchen wir noch drei Diamanten. Ich hatte die ja doch welche. Oder haben wir die schon alle verbraucht? Dann holen wir uns da mal schnell welche. Und danach müssen wir noch in die in Nether wieder, um. Ups, einer zu viel. Noch mehr Quarz zu sammeln. Also brauchen wir jetzt die Spitzhacke und gehen mal in den Nether, um zu sammeln. Manche sind schon auf 57%. Das ist nicht schlecht. Das war knapp. Ja, die ganzen Monster, die immer durch das Portal durchgehen, nerven etwas. Irgendwas Interessantes fallen lassen? Natürlich nicht. Zumindest nichts, das wir benötigen momentan. Was liegt hier noch? Knochen und Blaze Powder. Aber machen wir uns jetzt erstmal auf die Suche nach Quarz. Ist ja zum Glück überall. Ups. Na komm schon. Ist was runtergefallen, oder? Ja. Fünf, sechs. Wie viel man brauchen? Am besten einen ganzen Stack mitnehmen. Damit wir auch ja genügend haben. Oder zwei, drei Stacks fast. Da wäre ein. Wer ist da? Ein Hammer von Tinkers Construct nicht schlecht. Dann könnte man so um einiges schneller abbauen. Immer so 3x3 Bereich. Jetzt bauen wir das hier unten am besten gleich ab. Da brauchen wir dann nicht groß fliegen. Dann geht es auch schneller zum Abbauen. Na komm schon. Ups, hier will ich her. Haben wir gleich einen halben Stack. Ist ja schon mal etwas. Da war noch irgendwo Quarz, ja. Haben wir ja schon dreiviertelten Stack. Fast den ganzen. Haben wir noch irgendwo am Boden was? Hier. Na, jetzt dachte ich schon, die Wilver-Skelette da hinten hätten uns gesehen. Das wäre jetzt nicht so toll. Also können wir ja mit einem Schlag, glaube ich, was besiegen, was ich jetzt gerade gesehen habe in unserer Farm, aber trotzdem muss ja jetzt halt nicht sein.
Was ist das für einer? Minotaurus. Da ist schon das erste Skelett. Da ist das zweite. Hat sogar zwei Schläge diesmal benötigt. Wo waren wir gerade hier? Ah, über ein Stack haben wir schon. Wie lange habe ich? 5,5 Minuten. Ich glaube, dann mache ich den Rest der Folge noch schnell weiter und sammle das fertig. So viel Quarz wie geht. Ja, hier war glaube ich noch was am Boden, ja. Enderman im Nether. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist auch was Neues für mich. Sollte aber am besten gleich mal nutzen, die Gelegenheit, damit wir Enderperlen sammeln können. Da unten ist er. Komm her. Ah, und schon wieder weg. Ein Kopf. Und da ist die Enderperle. Landen wir mal, dann geht's gleich schneller. Bin gerade echt immer überlegen, ob ich die nächste Query nicht im Nether aufstelle. Bis da müsste man schon die Ender-Query machen mit einem Silk Touch Upgrade, damit die ganzen Ohren nicht explodieren. Weil, wenn er die normalen Ohren abbaut, dann macht zwischen die ja und dann explodieren sie nach einer gewissen Zeit. Was auch sehr nervig ist. Okay, fast zwei Stacks. Dann fliegen wir mal zurück. Wo natürlich Nacht ist. Machen wir noch schnell einen Screenshot. Und dann war's das wieder mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder.